Jo, hallo, servus und habe die Ehre. Vor ein paar Tagen, diesen Sonntag, den letzten Sonntag um genau zu sein, habe ich es endlich geschafft. Ich habe für mich persönlich den letzten großen Meilenstein in Plants zum Miscano V2 erreicht. Und zwar alle Anpassungen als allen Sticker-Packs und somit quasi alle derzeit verfügbaren Anpassungen, Outfits in Garno V2, die es jetzt derzeit zu haben gibt, erreicht. Alle. Ich habe einfach alles praktisch, jetzt kann man sagen. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, und zwar Sachen von Rux oder von den Portalkisten im Rathaus da hinten. Die kann ich aber natürlich noch nicht haben, weil es natürlich noch nicht alle Portalkisten zum Öffnen gab. Aber sonst kann man sagen, ich habe immer Rux, aber ich habe immer fast, ich muss zugeben, ich habe fast immer alles bei Rux geöffnet. Nicht immer, ein paar Sachen habe ich am Anfang liegen lassen, aber die letzten 5 Mal habe ich einfach immer alles aufgekauft. Aber das werde ich sicherlich auch noch irgendwann erreichen, alles bei Rux. Ich habe, wie gesagt, immer alle drei Kisten im Portal, also im Rathaus aufgemacht. Und einmal habe ich nur verpasst, die kompletten Kisten von der Community-Herausforderung zu öffnen, aber sonst habe ich wirklich alles. Und um das mal kurz zusammenzufassen, neben diesen Rux und Community-Portalkisten, ich habe, wenn das mal laden würde, ich habe alle 40.000er Packs komplett fertig aufgekauft. Öffnen wir das Ganze mal, um das mehr oder weniger zu beweisen, wobei es kein Beweis ist, das werden wir später noch sehen, das zeige ich euch dann. Ich bekomme nur noch einmal Hilfen. Ich habe alle 50.000, also das sind eigentlich die 50.000er Packs und das sind eigentlich die 40.000er Packs, das ist derzeit die 20% Rabattaktion. Dann genau, die 40.000er Packs, also derzeit die 32.000er Packs. Das war das erste DLC, ebenfalls alles und alle einmal, nur noch einmal Hilfen. Was gibt es noch genau? Unendlichkeitspacks, die habe ich auch alle aufgekauft, das hat ewig lang gebraucht. Die kosten ja 200.000 für drei Anpassungen, da habe ich ca. 6, 7 Millionen Münzen reingesteckt, so einen Dreh herum. Habe ich auch nicht mehr, also gerne sind sie derzeit nicht zu haben, aber auch wenn sie zu haben wären, habe ich sie nicht mehr im Stickerladen. Ja, und sonst gibt es von Sticker-Packs eigentlich nur noch die Standard-Packs, also zum Beispiel das 15.000er oder die jeweils 35.000er Packs, also gemischt, Panzer oder Zombie. Und das war so eine Sache, das waren die letzten Sachen, die letzten Anpassungen, die ich bekommen habe. Und da öffnen wir jetzt auch mal einfach so ein gemischtes, aber da gibt es was dazu zu sagen, und zwar, es ist bei diesen Sachen sehr, sehr fies gemacht, und zwar bekommt man ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch maximal eine Anpassung, und maximal meine ich maximal, denn es kann einem auch passieren, dass es passiert sehr oft sogar, dass man nur noch einmal Hilfen bekommt, obwohl einem noch Anpassungen fehlen. Und dann denkt man sich, ja, hey, nur noch einmal Hilfen, ich habe jetzt alle Anpassungen. Und dann macht man noch ein Backup und dann hat man aber noch, dann kommt wieder eine einzige Anpassung. Und das ist natürlich ein bisschen fies und verwirrend, das, ja. Da muss man eigentlich dann, das einzige Chance ist dann einfach nur im Stickerheft nachzuschauen, welche Anpassungen die noch fehlen, dann nachzuzählen, wie viele die noch fehlen und dann so lange wie möglich Sticker-Packs aufzumachen. Genau, was gab es noch für Möglichkeiten? Genau, ich habe alles vom Hinterhof, also sämtliche Soul-Missionen natürlich und Nebenmissionen, da gab es auch immer wieder Anpassungen, habe ich auch alles geöffnet. Dann, es gab ja immer wieder die solche Feiertags-Events, das Halloween, das Weihnachts- und zu Ostern gab es solche Packs auch zu kaufen, beziehungsweise das Event mit dem Hasen oder mit dem Schneemann da hinten bei der Weltkugel, das wissen bestimmt eh noch einige. Da habe ich mir auch immer alle Anpassungen gekauft, also da habe ich auch alles, was gibt es noch? Unendlichkeitspacks haben wir schon. Dann gab es noch die ganzen DLC-Packs zum Kaufen praktisch, zum Beispiel die Emoji-Anpassungen oder letztens, was ist dann? Da gab es jetzt beim letzten Pack, das um 10 Euro, wo die, glaube ich, die Party zu tun und der Partywicht dabei war, gab es ja diese exklusive legendäre Anpassung mit diesem Schweinchen hier oben. Also ich habe mir praktisch alles gekauft, was möglich ist. Und genau, eine Sache gab es noch, und zwar alle Anpassungen von den verschiedenen Bossjagden. Das sind pro Bossjagd 6 Anpassungen, das heißt 24 Anpassungen habe ich mir auch alle in den ganzen Bossjagden verdient. Und
Ja, somit schauen wir jetzt auf meine Statistiken. Und dann seht ihr jetzt rechts oben erstmal natürlich die krasse Spielzeit, aber zu den anderen Statistiken komme ich später dann gleich. Aber zuerst mal zu den Sammlungen, also zu den ganzen Sachen, also den ganzen Anpassungen und Fähigkeiten und so weiter, die ich gesammelt habe. Schauen wir jetzt mal kurz nur bei den Erbsen durch. Da ist alles natürlich voll, wie gesagt. Und dann sind jetzt hier eben noch immer wieder so ein paar Sachen, die was frei sind. Und das ist nummeriert mit CP 6, 7, 8, 9 und so weiter. Und das CP steht meines Wissens nach für irgendwas mit Community oder Portal. Also Community-Herausforderung oder Portal. Und dann gibt es irgendwo später noch, das werde ich euch jetzt nicht zeigen, gibt es noch ein paar wenige Stellen, wo Rux oder RX, glaube ich, oder so steht. Ja, das steht natürlich für Rux, ist ja ganz klar, glaube ich. Mal schauen, vielleicht habe ich da gleich eins. Da, unten rechts steht Rux 3. Da habe ich mal vielleicht irgendwas bei Rux verpasst, aber das werde ich auch noch eines Tages bekommen. Gut, ja, ich wollte euch das einfach nur auf diesem Wege hier mitteilen und ihr habt jetzt hier gerade gesehen, in diesem Video werde ich dann jetzt auch gleich kurz meine Statistiken euch zeigen, denn mehr oder weniger habe ich jetzt das Spiel für mich persönlich durchgespielt, komplett durchgespielt. Natürlich die krasse Spielzeit habe ich letztens erst erreicht, 1014 Stunden. Ja, ich weiß, das ist ziemlich krass. Ja, ich weiß, das ist zu krass vielleicht, aber ja, was soll ich sagen? Ich bin ein sehr großer Fan von diesem Spiel. Ich habe es mehr oder weniger täglich gespielt und damit kommen diese ja, 41 Spielstunden zusammen. Im echten Leben muss ich aber dazu sagen, es sind ca. 37, 38 Spieltage, natürlich nicht 41 Spielstunden, Spieltage, 37, 38 Spieltage, denn ich war so unglaublich viel AFK in diesem Spiel. Ich bin oft einfach nur im Hinterhof gestanden, habe währenddessen irgendwas im PC gemacht. Das können viele auch bestätigen, die was mir immer wieder in den Hinterhof nachschauen oder so in die Richtung. Und also wirkliche Spielzeit sind wahrscheinlich wirklich so 37, 38 Tage, was immer noch absolut mehr als wahrscheinlich zu viel ist, aber ja, besser als 41. Was gibt es da sonst noch Interessantes? Ja, die KD. Ja, ich weiß, die KD ist natürlich auch nicht das Beste vom Besten, aber ich muss mittlerweile sagen, ich bin recht zufrieden. Und man muss da auch dazu sagen, ich weiß noch ganz genau, so 1. 2. Dezember 2016, also vor ein Dreivierteljahr, nicht mal ein halb, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, hatte ich eine KD von 1,68. Das weiß ich noch ganz genau. Und ja, ich denke, für dieses halbe Jahr ist die Steigerung schon deutlich zu sehen. Denn seit diesem Zeitpunkt, seit dem 1. Dezember, da hatte ich einfach eine längere Zeit Urlaub und so weiter, bla bla bla. Und da habe ich mich wirklich darauf konzentriert, ein bisschen besser zu werden, ein bisschen besser zu spielen. Die Zeit davor habe ich eigentlich meistens eine Brain AFK gespielt, da habe ich mich Nüsse dafür interessiert. Und seitdem spiele ich ein bisschen intensiver und ein bisschen mehr mit Hirn und ein bisschen mehr ernster, würde ich behaupten. Und deswegen steigt meine KD fast täglich um 0,01 Punkt und so weiter. Okay, fast täglich nicht, aber alle paar Tage sieht man da doch schon einen Fortschritt. Vielleicht bekomme ich irgendwann mal eine 2,5er KD zusammen oder so in die Richtung, keine Ahnung. Ich weiß, viele von euch haben eine viel bessere KD und auch viel bessere Abschlussserienquoten und so weiter. Und ja. Aber ich bin eigentlich soweit eigentlich mit meiner Leistung ganz zufrieden. Wie gesagt, ich war schon mal schlechter. Und ja, sonst gibt es eigentlich dazu nichts zu sagen. Was gibt es denn noch Interessantes? Ja, die Abschussserie mit 69, die stimmt nicht. Die habe ich damals als Juxentollerei habe ich die im privaten Spiel gemacht. Gegen Bots auf Normal, das war, weiß ich noch. Und das habe ich lustigerweise mit dem Rüstungsschnapper gemacht. Fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe. Ist ziemlich verfälscht jetzt, das finde ich selber sehr, sehr schade. Meine echte höchste Abschlussserie ist, glaube ich, eine 38er, 39er. Aber auch da gilt, ich habe nie wirklich auf KD gespielt oder nie wirklich auf große Serien gespielt. Also, weiß nicht. Vielleicht machen wir mal was Höheres oder so. Wie gesagt, ich weiß, ich bin nicht der allerbeste Spieler, aber ich würde auch nicht behaupten, dass ich ein schlechter Spieler bin. Ich bin so über den Durchschnitt, wobei man auch dazu sagen muss, dass der Durchschnitt in Garden Warfare 2 oder in Plants vs. Zombies generell ziemlich niedrig ist, aber wie gesagt, ich bin mit meiner Leistung eigentlich recht zufrieden. Vielleicht irgendwann mal eine höhere Serie, aber ich mache mir da eigentlich keinen Druck oder so in die Richtung. Und sonst, was finde ich persönlich noch interessant, die XP sind natürlich der Wahnsinn. 11 Millionen.
Und aber auch die Münzen finde ich eigentlich sehr bemerkenswert. Es sind 73 Millionen Münzen. Ich würde schätzen, 70 Millionen Münzen braucht man, um alles zu erreichen. Ich habe auch ein paar Münzen dummerweise für mehr 40.000 Packs ausgegeben, obwohl ich da schon alles hatte. Ich würde schätzen, 70, 65 Millionen Münzen braucht man, wie ich, alles zu haben. Je nachdem, was für Angebote man nutzt, weil hier habe ich jetzt auch dieses 20% Angebot genutzt. Und ja, man muss übrigens auch dazu sagen, dass ich kein einziges Mal Geld gekauft habe. Man kann ja Ingame Geld kaufen. Außer halt diese Packs für 10 Euro, wo eben zum Beispiel die Party Citron, Party Mais, Party. Was gibt's denn noch? Bin ich jetzt blöd? Party Brains? Party Brains? Was Party Brains? Keine Ahnung. Ihr wisst schon, diese ganzen Packs da, wo es immer wieder diese Angebote gab, die habe ich mir gekauft. Das war zweimal, eben zwei verschiedene Packs für 10 Euro. Und da habe ich ein bisschen Geld zu bekommen, aber ich glaube, das war insgesamt, wenn alle drei Packs zurechnen, weil im Deluxe Pack war ja auch ein bisschen, waren ja auch ein bisschen Münzen dabei, waren es glaube ich vielleicht 1 Million Münzen, die ich da mehr oder weniger mit Echtgeld gekauft habe. Aber direkt so, direkt Münzen gekauft, habe ich eigentlich nie. Und das würde ich auch niemandem empfehlen. Also so wie es hier jetzt hier möglich ist, wenn ich es mal laden würde, genau, das habe ich nie gemacht. Und würde ich auch niemandem empfehlen, das zahlt sich eigentlich nicht aus. Gut, was gibt es jetzt noch zu sagen? Eigentlich nichts mehr. Wenn ihr zu dem Ganzen noch Fragen habt, wie, was, wann, warum, was ich erreicht habe oder wie, ob ich irgendwas nicht ganz gut geklärt habe mit diesen ganzen Sticker-Packs, fragt das natürlich in die Kommentare. Eine Sache möchte ich jetzt noch zeigen, das habe ich nur mal kurz angesprochen. Und zwar habe ich kurz nachdem ich Maximum wurde, das ist jetzt schon vor einem halben Jahr, habe ich dann hier nochmal alle Missionen gemacht auf S-Rang. Da bekommt man insgesamt, glaube ich, über, genau, bekommt insgesamt 100.000 Münzen oder mehr sogar, 140.000 Münzen pro Seite. Also beim Schnapper bekommt man 140.000 Münzen und bei der Ziege 140.000 Münzen. Wenn man alles auf S-Rang schafft, das gleiche habe ich auch bei der Ziege, das zeige ich euch jetzt aber nicht. Und somit, das war mir eigentlich wichtig, dass ich wirklich alles zu 100% in diesem Spiel habe. Es ist vielleicht ein bisschen verrückt, es ist vielleicht unnötig, aber ich weiß nicht, für mich persönlich ist es sehr wichtig und es denken sich auch viele Leute, wieso hast du alle Packs geöffnet? Das ist ja unnötig, die 95% der Anpassungen braucht man ja eh nicht, weil das ist eh hässlich, sind eh unnötig. Und ja, das ist durchaus richtig. Die meisten, mich interessieren die Anpassungen sich überhaupt nicht, aber mich interessiert dieses Sammeln. Ich sammle gerne Sachen und ja, vor allem in diesem Spiel, was mich eigentlich so lange begleitet hat, jetzt gesehen, 39 oder 38 echte Spieltage, oder 37. Ja, ist das für mich dann schon eine Bedeutung, weil ich viel Zeit und eigentlich wenig Geld in dieses Spiel investiert habe. Und da war es für mich persönlich sehr wichtig. Ich habe auch eben diesen ganzen YouTube-Kanal mit diesem Spiel aufgebaut. Oder halt das meiste von diesem YouTube-Kanal. Mit diesem einzigen Spiel circa 11.000 Abonnenten. Und da ist es mir schon sehr wichtig gewesen. Ich kann verstehen, wenn es den meisten nicht wichtig ist, aber für mich ist das mehr als in dem Spiel. Für mich ist es mehr oder weniger der Grund, warum ich hier so auf YouTube bin. Ja, stimmt eigentlich, das ist eigentlich der Grund. Und daher war es mir auch wichtig, so viel wie möglich in diesem Spiel zu machen, zu erreichen. Und wenn jetzt die Frage kommt, was jetzt hier noch, was ich jetzt noch mache, ob ich jetzt noch weiterspiele, was jetzt noch meine Ziele im Spiel sind, muss ich sagen, eigentlich keine mehr. Was auch eigentlich. Die einzigen Ziele, die ich jetzt noch habe, sind einfach nur noch alle restlichen Anpassungen zu bekommen, das heißt alle Truhen noch zu öffnen, Rucks immer wieder zu öffnen. Und das bedeutet für mich jetzt nur noch, ich werde jetzt hier noch ein bisschen Münzen ansparen. Ich habe jetzt derzeit 1,8 Millionen. Ich werde mir jetzt vielleicht noch 3, 4 Millionen ansparen. Und dann muss ich ehrlich sagen, werde ich dieses Spiel nicht mehr so oft spielen. Ich habe jetzt genug andere Spiele derzeit auch. Ja, sonst kann ich eigentlich dazu nichts sagen. Ich werde das wahrscheinlich dann nicht mehr so oft spielen. Aber es ist nicht, dass ich es überhaupt nicht mehr spielen werde. Ich werde wahrscheinlich so alle paar Tage mal reinschauen. Werde natürlich immer wieder Münzen farmen müssen, mehr oder weniger, weil ja immer wieder auch Rucks kommt und ja, zum Beispiel Community-Herausforderungen muss ich auch immer wieder reinschauen oder halt Portal natürlich. Und ja, also damit ihr auch Bescheid wisst. Für mich hat sich gar nur verzweifelt so zum Großteil eigentlich erledigt. Was aber auch nicht heißt, dass ich noch weniger Videos mache. Ich, ja, werde es halt
wie schon im letzten Video, im Sommerloch-Video gesagt, zu beibehalten, wie ich es da gesagt habe. Das heißt, so ein Video die Woche, ein bis zwei maximal. Und dann hoffen wir, dass bald Garnum für 3 irgendwas gezeigt wird, irgendwas angekündigt wird. Gut. Ich hoffe, es hat gefallen. Das ist kurze, vielleicht recht langweilige Video. Aber für mich war das jetzt wichtig, damit ein bisschen zu abzuschließen. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen zum Ganzen habt, schreibt sie in einen Kommentare. Folgt mir auf Facebook, Twitter, Instagram, nichts mehr zu verpassen. Bin ich sehr aktiv. Links dazu unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und ciao. We'll be right back.